Mir ist was Witziges aufgefallen. Und vielleicht wird der ein oder andere es von euch nicht so als ganz so witzig, sondern eher als traurig finden, allen voran meine Frau, die momentan zum Glück gerade nicht da ist. Sie weiß, dass ich das erzähle, also keine Sorge. Wir machen gerade so eine Reihe in der Jugend, die heißt Hallo IBIMS. Und da stellen sich die Mitarbeiter den Teilnehmern so ein bisschen vor und erzählen aus ihrem Leben. Und das Ganze hat natürlich auch so einen geistlichen Schwerpunkt, dass wir Mitarbeiter den Jugendlichen einfach weitergeben, was wir gerne in ihrem Alter gewusst hätten. Also wenn ich jetzt auf meine, im Vergleich zu den Jugendlichen, ewig langen 27 Jahre zurückblicke und mir überlege, was sind so, waren so Schlüsselmomente meiner geistlichen Entwicklung, welche davon wünsche ich, dass die Jugendlichen sie vielleicht jetzt schon lernen und nicht erst, ja, wenn sie so alt sind wie ich. Und ich habe also so ein bisschen dann erzählt, und weil ich ja sehr gerne erzähle, wurde das bisschen auch ein bisschen länger, und meine üblichen 20 bis 30 Minuten Andacht habe ich um das Vierfache ausgereizt. Und nach einer Stunde 20 Minuten bemerke ich dann, dass ich schon sehr lange erzählt habe. Ich habe eine lustige Anekdote, die mir eingefallen ist, nach der anderen noch irgendwie eingebaut in meine Lebensgeschichte. Und nach einer Stunde 20 Minuten war ich erst im Jahre 2015. Also habe ich die letzten 6 Jahre im Schnelldurchlauf erzählt und habe dann irgendwie mit folgendem Satz geendet: Dann habe ich Jess kennengelernt, wir haben geheiratet und jetzt bin ich hier. Und was ich ein bisschen witzig empfinde und der ein oder andere vielleicht romantischere veranlagte Mensch vielleicht ein bisschen traurig ist, dass ich noch vor 4 Jahren, als Jess und ich gerade frisch zusammengekommen waren, ja, meinen Kumpels auch aus meinem Leben erzählt habe, aber dann nicht so auf die Machenschaften von mir als Jugendlicher fokussiert war, sondern irgendwie diesen einen Monat oder 2 Monate Kennenlerngeschichte, die Jess und ich hatten, in einem 2 Stunden Mammutmonolog erzählt habe. Was ist also der Unterschied zwischen heute und damals? Ja, zwischen irgendwie einem Satz, 5 Sekunden und 2 Stunden Love Story. Und der Unterschied ist eine Präposition. Und um diese wird es auch heute gehen. Und keine Sorge, ja, es wird jetzt kein Grammatikvortrag wie bei Jürgen manchmal. Wenn ihr im Deutschunterricht nicht so gut aufgepasst habt und nicht mehr wisst, was eine Präposition ist, ist nicht schlimm. Ich erkläre es gleich. Heute bin ich nämlich, Achtung Präposition, mit Jess verheiratet. Früher war ich lediglich, Präposition, in sie verliebt. Und der Unterschied zwischen mit und in ist der Unterschied zwischen einem Satz und 2 Stunden. Aber warum lege ich diesen Wert auf diese beiden kleinen Wörtchen, die sich eigentlich gar nicht so unähnlich sind, ist ja immer in beiden ein I drin. Weil sie auch für unser geistliches Leben einen Unterschied machen. Die meisten Beziehungen im Deutschen werden mit der Mit-Präposition gebildet. Ja, ich bin mit Jess verheiratet, ich bin mit Ralf befreundet, ich bin mit Judith verwandt, mit Hans verschwägert und so weiter. Und die einzige Beziehung, die mit dem Wort in beschrieben wird, ist die Beziehung zwischen 2 Verliebten. Ja, ich bin nicht in Jess verheiratet, ich bin auch nicht in Ralf befreundet oder in Judith verwandt, aber ich bin in Jess, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so überschwinglich wie früher, immer noch verliebt. Und warum betone ich das also? Warum lege ich so viel Wert auf diese 2 kleinen Wörter in und mit? Weil die meisten Christen, und mit den meisten Christen meine ich vor allen Dingen mich meistens, und ich extrapoliere das einfach auf euch, weil die meisten Christen ihr geistiges Leben mehr unter dem Mit als unter dem In leben. Ja, wir sagen, wir leben in einer Beziehung mit Jesus. Wir nennen unsere kleinen Gruppen Spezialvorträge, mit Gott on Tour oder sowas. Ne? Ich habe selbst vor 1,5 Jahren 3 Predigten darüber gepredigt, wie wir mit Jesus unterwegs sein können. Und diese Formulierung mit Jesus ist aber eigentlich gar nicht so biblisch. Denn die Bibel sagt, wir sind nicht mit Jesus, sondern wir sind in Jesus. Warum sind diese 2 kleinen Wörter
so wichtig? Weil es anscheinend Gott so wichtig ist. Ja? Wenn es Gott egal wäre, würde es nicht so betont werden, dass wir in Jesus sind. Wisst ihr, was ich kurios finde? Das Thema Taufe kommt 23 Mal vor. Und Christen haben sich gegenseitig umgebracht, weil sie ein unterschiedliches Taufverständnis hatten. Das Thema Abendmahl, ja, kommt viel seltener vor, 8 Mal. Und gerade wir Brüdergemeinden haben eine lange Geschichte, uns über dieses Thema zu zerlegen. Sprachenrede kommt in lediglich 6 Kapiteln der Bibel vor und teilt Christen immer noch heute. Aber dass wir in Christus bzw. Christus in uns sind, kommt 196 Mal vor in der Bibel. Und es spielt im Vergleich zu irgendwie Taufe und Abendmahl, die viel, viel seltener vorkommen, gar nicht so eine große Rolle in unserem Leben. Aber warum ist es so wichtig, dass wir in Christus sind? Warum reicht das mit Christus nicht aus? Weil das in die tiefste Form der Gemeinschaft ist. Es gibt keine größere Nähe, als in jemand anderem zu sein. Es gibt keine engere Verbundenheit als ein Baby, das im Bauch seiner Mutter ist. Oder eben ein Christ in seinem Herrn. Und wie tief diese Verbundenheit und Nähe ist, das macht Jesus in Johannes 17, Vers 21 klar. Als er sagt, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. In uns. Ja, so wie der Vater mit dem Sohn eins ist, so wie der Vater im Sohn und der Sohn in dem Vater ist, so sind wir in Christus. Und das Schöne ist, ja, Gott erklärt nicht da irgendwie so ein Endziel, wo wir irgendwann mal ankommen werden, wenn wir im Himmel sind, sowas wie, und dann werdet ihr mir ähnlich sein oder Gottes Zelt, ja, Gott wird unter den Menschen wohnen oder ich werde irgendwann mal jede Träne abtrocknen. Ja, das ist nicht so ein Ziel, auf das wir hinarbeiten und hinhoffen sollen. Das ist jetzt schon Tatsache. Wir sind als Christen in Christus und Christus ist in uns. Das ist eine Wahrheit. Auch wenn wir oft gar nicht so darüber nachdenken, auch wenn es sich oft gar nicht danach anfühlt, dass wir in Christus sind. Und die Einheit zwischen uns und Gott ist genauso tief wie die Einheit in Gott selbst. Ja, Gott ist eine Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und Heiliger Geist und wir sind sozusagen eine Zweieinigkeit aus uns und dem Heiligen Geist. 1. Korinther 6, Vers 17 sagt, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Unser Geist ist verschmolzen mit dem Heiligen Geist. Das kann man nicht mehr trennen. Ja, wir sind eins in Gott. Alles, was Gott trennt, alles, was uns von Gott trennt, hat Jesus auf sich genommen. Er hat seine Einheit mit dem Vater zerbrechen lassen, damit wir in diese Einheit eintreten können. Und diese Einheit ist unzerstörbar. Wenn du glaubst, dann bist du eins mit Gott. Dann bist du in Christus und Christus ist in dir. Und wisst ihr, was die Konsequenz dieses In-Christus-Seins ist? Es gibt dich nicht mehr. Beziehungsweise es gibt kein Du mehr, es gibt nur noch ein Euch. Und es gibt auch kein Ich mehr, es gibt nur noch ein Wir. Und wenn wir verstehen, was das bedeutet, ja, dann bekommt diese vielleicht bislang etwas theoretische Predigt über Präpositionen und Dreieinigkeit und so weiter, die wird plötzlich ungemein praktisch. Und ich habe heute keine Hauskreisfragen für euch mitgebracht, aber ich habe eine Hausaufgabe. Und ich ermutige euch, dass ihr anfangt, nicht mehr im Ich zu denken, sondern im Wir. Und wann immer ihr eigentlich einen Gedanken mit Ich beginnen würdet, ihn mit Wir zu beginnen. Und ihr werdet sehen, dass Wir verändert eure ganze Perspektive auf euer Leben, falls euer Leben verändert. Ja, vielleicht seid ihr die Leute, die sich immer über alles Mögliche Sorgen machen und gerade jetzt irgendwie in den Zeiten, wo nicht alles klar ist, denkt man so, oh, ich mache mir solche großen Sorgen, wie soll das denn werden? Oder, oh, ich mache mir so große Sorgen mit meinen Finanzen. Dann ermutige ich euch,
ersetzt das Ich durch ein Wir. Dann sagt nicht mehr, ich mache mir Sorgen um die Zukunft, sondern Jesus, wir machen uns so große Sorgen um die Zukunft. Und Jesus wird antworten, nein, machen wir nicht. Ich weiß, wie die Zukunft ausgehen wird. Ich mache mir keine Sorgen. Oder vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten, die immer, wenn ihnen irgendwas Schlechtes passiert, ja, irgendwas geht kaputt oder machen wir was falsch, die automatisch mit so einem, oh, ich bin so ein großer Versager, reagieren. Dann ersetzt doch mal das Ich durch ein Wir. Jesus, wir sind so ein großer Versager. Und Jesus wird antworten, nein, sind wir nicht. Wir sind keine Versager. Ich bin der Sieger und ich lebe in dir und durch dich und du bist mein Werk. Oder vielleicht, ja, lebt ihr in Unversöhntheit mit irgendeinem anderen Christen und irgendwas, was vor vielleicht Jahrzehnten passiert ist, prägt immer noch eure Beziehung mit der Person und ihr redet immer noch schlecht über diese Person und dann sagt ihr im Prinzip, das, was diese Person mir angetan hat, das kann ich ihr nicht vergeben. Dann ersetzt das Ich doch mal durch ein Wir. Jesus, das, was uns diese Person angetan hat, das können wir ihr nicht vergeben. Und Jesus wird antworten, doch. Das können wir. Ich bin am Kreuz für diese Person gestorben und ich habe ihr schon längst vergeben. Und ihr seht, dieser Perspektivwechsel vom Ich zum Wir verändert unser Denken. Ja? Und dann wird vielleicht mein Gedanke aufkommen, so, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf die und die Sünde. Machen wir daraus ein Wir. Oh Jesus, wir haben Bock auf die und die Sünde. Jesus wird sagen, nee, haben wir nicht. Und wenn wir das konsequent zu Ende denken, dieses Ich in Christus und Christus in mir, dann werden wir nicht nur bemerken, wie unsere Gedanken durch die Wir-Perspektive geändert werden, sondern auch wie Jesu Ich-Gedanken durch das Wir eine ganz neue Bedeutung bekommen. Dann sagt nämlich nicht mehr Jesus, mein Herz zerbricht darüber, dass deine Nachbarn und Freunde noch nicht an mich glauben, sondern dann können wir irgendwann sagen, Jesus, unser Herz zerbricht, dass unsere Nachbarn und Freunde noch nicht an dich glauben. Oder um auf meine Predigt vor ein paar Wochen zurückzugreifen, ihr erinnert euch, ja, ihr sollt euch alle um die Einsamen kümmern, dann sagt nicht mehr Jesus, ich habe ein Herz für die, die am Rand sind, sondern dann sagen irgendwann wir, Jesus, wir haben ein Herz für die, die am Rand sind. Und wenn dieser Perspektivwechsel unser Denken verändert, dann müssen wir uns gar nicht mehr anstrengen, irgendwelche guten Werke aus uns herauszutun, sondern werden wir sie einfach tun, weil Jesu Wollen unser Wollen bestimmt, weil Jesu Wollen zu meinem Wollen in Christus wird. Wir sind in Christus, wir sind eins mit ihm. Es gibt kein Ich mehr, es gibt nur ein Wir. Und das ist eine unverrückbare biblische Wahrheit. Und trotzdem gibt es immer wieder die Aufforderung, in Christus zu bleiben. Wir in Christus ist also einerseits unsere Identität, ja, wer wir sind, und andererseits unser Auftrag. Wir sollen in Christus bleiben. Und diese Dualität zwischen Identität und Auftrag gibt es ja in der Bibel zuhauf, ja. Ihr seid Kinder des Lichts, wandelt als Kinder des Lichts. Ihr seid Heilige, vollendet eure Heiligung. Wir sind in Christus, deswegen sollen wir in Christus bleiben. Und es gibt aber einen Unterschied zwischen in Christus bleiben und als Kinder des Lichts zu wandeln. Und den beschreibt Jesus in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn wir in Christus bleiben, wird unser Leben die Frucht bringen, die die Bibel an anderer Stelle mit wandelt als Kinder des Lichts oder vollendet eure Heiligung beschreibt. In Christus zu bleiben ist die Grundlage aller Veränderungen in unserem Leben.
Unseren Auftrag als Kinder des Lichts zu wandeln, werden wir nur schaffen, wenn wir in Christus bleiben. Und spannenderweise, ja, das Wandeln als Kinder des Lichts, das sind Werke, die wir tun sollen. Aber das bleibt in Christus. Das ist kein Werk. Ja, wir können ja nicht in Christus bleiben machen. Ja, ihr könnt nach dem Gottesdienst alle nach Hause gehen und wenn ich sage, nee, ich bleibe heute hier, dann seid ihr diejenigen, die etwas tut und ich mache eigentlich nichts. Ich bleibe hier nur. Ja, man kann bleiben nicht machen. Das ist so, wie wenn jemand ein Sonnenbad nimmt, um braun zu werden. Was muss man tun, um in der Sonne braun zu werden? Nichts. Was muss ein Baum tun, der an einem Bach wächst, um zu wachsen? Nichts. Was muss ein Christ tun, um in Christus zu bleiben? Nichts. Aber er darf natürlich auch nichts anderes tun. Ja, genauso wie derjenige, der ein Sonnenbad nimmt, der darf nicht ins Haus gehen, um die Spülmaschine auszuräumen oder um zu saugen, weil er sonst nicht braun wird. Ja, der Sonnenbader darf nicht oder muss nichts anderes tun, außer in der Sonne zu bleiben, aber er darf auch nichts anderes tun, außer in der Sonne zu bleiben. Und wir Christen müssen nichts tun, außer in Christus zu bleiben, aber wir dürfen auch nichts tun, außer in Christus zu bleiben. Aber was heißt das praktisch? Ja? Wie geht dieses in Christus bleiben? Ja, wir müssen uns bewusst machen, dass wir wirklich diese unzertrennliche, unendliche Nähe zu Gott haben, dass Christus unsere Identität prägt, also wie wir über uns denken und was wir über uns glauben. Und wenn wir von diesen Gedanken beginnen, ja, vielleicht in einem Moment, wo wir uns Gott besonders nahe fühlen, weil wir gerade beten oder Lobpreis machen oder sowas, ja. Natürlich sind wir Gott immer gleich nah, weil ja, wenn etwas in uns ist, dann geht es ja nicht irgendwie mehr oder weniger in uns. Ja? Genauso wie meine Leber immer in mir ist und solange mein Körper einigermaßen intakt ist, ja, wird die auch nie weniger in mir sein, als sie jetzt gerade ist. Und genauso ist Christus auch nie weniger in mir und ich bin nie weniger in Christus, als ich es jetzt gerade bin. Es ist eine geistliche Wahrheit, die wahr ist, auch wenn wir etwas anderes fühlen oder glauben oder gar nicht darüber nachdenken. Und wenn wir in Christus bleiben wollen, dann müssen wir uns dieser Wahrheit immer bewusst werden und uns diese Wahrheit immer bewusst machen. Ja? Und zum Beispiel, kennt ihr bestimmt alle, ja, man betet und man ist irgendwie erfüllt vom Heiligen Geist und es ist eine richtig fruchtbare Gebetszeit und dann schweifen die Gedanken ab. Und man denkt nach über, keine Ahnung, sein Auto oder Fußballspiel oder Arbeit oder Familie oder sowas. Ja, und dann ist es so, wie wenn der Sonnenbader plötzlich gedacht hat, oh, ich muss ja noch irgendwie Spülmaschine ausräumen und er geht in sein Haus und räumt die Spülmaschine aus. Und dann fällt einem auf, ich bin ja gar nicht mehr in der Sonne, ich wollte doch eigentlich braun werden. Ja, und genauso kann auch uns auffallen, huch, ich wollte eigentlich in Christus bleiben und jetzt drehen sich meine Gedanken um irgendwas anderes. Das in Christus bleiben ist immer nur ein Gedanke entfernt von wo du gerade bist. Das in Christus bleiben ist nur ein Gedanke von der schlimmsten Sünde, die du je begehen wirst, entfernt. Um in Christus zu bleiben, musst du immer nur wieder deinen Fokus, ja, von irgendwas anderes auf den Christus in dir richten. Das heißt es, in Christus zu bleiben. Und leider kann ich euch keinen schönen 10-Punkte-Plan, um ein Leben in Christus zu leben, präsentieren. Denn wie in den meisten Sachen in der Bibel geht es beim im Christus bleiben um Beziehung. Ja, und Beziehung ist keine Checkliste. Wenn ich abends nach Hause gehe von der Arbeit, dann denke ich mir auch nicht, okay, was sind die 10 Punkte, die ich machen kann, um in Ehe oder in Vatersein zu bleiben? Ja, okay, also ich werde dann die Tür aufschließen und dann wird mir eine oder beide meiner Töchter entgegenlaufen, dann nehme ich die auf den Arm, dann gebe ich meiner Frau einen Kuss, dann sage ich, dass ich froh bin, zu Hause zu sein, dann spiele ich ein bisschen Duplo mit meinen Kindern, bringe die dann ins Bett und abends spiele ich noch ein Spiel mit meiner Frau oder gucke einen Film. So kann ich in Familie bleiben. Das denke ich natürlich nicht. Ich werde diese Sachen tun, ja, aber nicht, weil ich mir vorher irgendwelche Gedanken mache oder nicht, um in Familie zu bleiben,
sondern ich werde diese Sachen tun, weil ich in einer Beziehung lebe. Und genauso werden wir, wenn wir in einer tiefen und innigen Beziehung zu Jesus leben, automatisch die Sachen tun, die zum in Christus bleiben dazugehören. Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir in ihm und er in uns ist? Wenn Jesus uns nur die Sünde hätte vergeben wollen, hätte er nur bis zum Kreuz gehen müssen. Wenn er nur den Tod besiegen hätte wollen, ja, hätte es gereicht, aus dem Grab zu laufen. Wenn er uns nur ewiges Leben hätte schenken wollen, ja, dann hätte er auch das vom Thron Gottes tun können. Aber er wollte nicht die Ewigkeit mit uns verbringen. Er wollte das hier und jetzt in uns verbringen. Er wollte diese unendliche, tiefe Intimität, die das Wörtchen in beschreibt. Major Tom, der Gründer der Fackelträger, hat es mal so formuliert. Jesus ist nicht gekommen, um den Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen, sondern er ist gekommen, um Gott aus dem Himmel in den Menschen zu bringen. Das ist in Christus sein. Und in diesem Kontext finde ich es spannend, dass zumindest im Deutschen man nicht mit jemandem verliebt ist, wie man mit jemandem verwandt ist, sondern in jemanden verliebt ist. Denn wenn wir uns mal anschauen, wie sich Verliebte verhalten, ja, sie denken permanent an denjenigen, in den sie verliebt sind. Sie versuchen jede Minute mit dem anderen zu verbringen, egal ob es darum geht, jetzt stundenlang miteinander zu telefonieren oder einfach nur schweigend beieinander zu sein. Sie erzählen von ihrem Geliebten stundenlang anderen Leuten, egal ob es sie interessiert oder nicht, ja, so wie ich damals bei meinen Kumpels. Und natürlich träumt der Verliebte von der Hochzeit und der gemeinsamen Zukunft. Und genau so wird unser Leben auch aussehen, wenn wir eine tiefe und intime Beziehung mit Jesus bzw. in Jesus führen. Ja, wir werden permanent an ihn denken. Ja? Es wird immer diese Fokusverschiebung zu diesem irgendwo wieder hin zum Ich bin in Christus. Ja? Diese Fokusverschiebung von Ich zum Wir, ja? die wird in unserem Kopf einfach zum Dauerzustand werden. Ein Christ, der in einer tiefen Gemeinschaft mit Jesus lebt, wird versuchen, möglichst viel Zeit mit ihm zu verbringen. Und einerseits gibt es natürlich, nennen Sie mal diese großen Zeiten der gemeinsamen Zweisamkeit. Aber, und das ist viel entscheidender, gibt es auch unseren Alltag. Genauso wie ein verliebtes Pärchen nicht nur danach sucht, irgendwie stundenlang durch den Wald zu spazieren oder am Strand entlang zu gehen, sondern dass sie wirklich alles miteinander teilen wollen, sei es der Abwasch oder das Zähneputzen, wird auch ein Mensch, der in einer tiefen, intimen Beziehung zu Jesus lebt, seinen Alltag, den Abwasch und das Zähneputzen mit ihm teilen. Das heißt es, in Christus zu bleiben. Und das ist nichts Punktuelles im Sinne von, ja, heute Sonntagmorgen bin ich im Gottesdienst und dann bin ich in Christus. Oder wenn ich richtig schön Lobpreis gemacht habe, dann fühle ich mich richtig in Christus. Es ist etwas Kontinuierliches. Denn wenn du dein geistliches Leben nur auf deine geistlichen Taten begrenzt, stille Zeit, Bibel lesen, beten, Lobpreis, Gottesdienst, in der Gemeinde arbeiten und so weiter, dann wird dein geistliches Leben verkümmern. Wenn wir unser geistliches Leben nur auf unsere geistlichen Taten begrenzen, wird unser geistliches Leben verkümmern. Denn Gott hat nicht so sehr Interesse, ja, dass du deine stille Zeit mit ihm teilst. Gott hat Interesse, dass du dein ganzes Leben mit ihm teilst. Dass du in ihm und er in dir bist. Ein Christ, der in einer innigen Gemeinschaft mit Jesus lebt, wird anderen davon erzählen. Ja, und nicht nur, weil es irgendwie ein Gebot zur Evangelisation gibt, sondern weil er einfach so begeistert von Jesus ist. Ein Christ, der in einer intimen Gemeinschaft mit Jesus lebt, lechzt dem Tag der Hochzeit und der ewigen gemeinsamen Zukunft entgegen. Und eine Sache ist mir wichtig. Ich meine diese Sachen nicht irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger, ja, und wenn euer Leben nicht so aussieht, sieht man es übrigens auch nicht aus, ja, wenn euer Leben nicht so aussieht, dann seid ihr alle schlechte Christen, ja, strengt euch mal ein bisschen mehr an.
Ja, wir können ja nicht Beziehung machen oder uns anstrengen, Beziehung zu machen. Ich möchte nicht mit dem schimpfenden Zeigefinger kommen, sondern vielleicht mit dem lockenden Zeigefinger. Denn ja, das ist nichts, was wir machen müssen, ja, und wir sollen nicht frustriert sein, dass unser Leben vielleicht nicht so aussieht und unsere Beziehung zu Jesus nicht so intensiv ist, wie wir sie gerne hätten, sondern ich möchte euch Vorfreude darauf schenken, dass das ist, was Jesus mit euch vorhat, wenn ihr in ihm bleibt und er in euch. Und das in Christus sein hat noch ein zweites Ziel. Ja, denn wenn man über Jahrzehnte in einer liebenden Beziehung zu einer anderen Person steht, dann wird man sich immer ähnlicher, dann passt man sich an. Und so ist das auch mit Jesus. Ja? Wenn wir in Christus bleiben und er in uns, dann wird unser Charakter seinem immer ähnlicher. Das ist das, was die Bibel meint mit nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir in einer innigen Gemeinschaft in Jesus sind, dann wird sein Charakter in uns Gestalt gewinnen. Wir werden in sein Bild verwandelt werden. Und all das, was vielleicht jetzt noch unsere Beziehung zu ihm stört, seien es irgendwie Sünde oder schlechte Angewohnheiten, die wir nicht losbekommen, oder Süchte oder tiefe innere Verletzungen, die wird er heilen, wenn wir in ihm bleiben und er in uns. Und er wird all diese Dinge aus unserem Leben ausräumen, damit wir ihm immer ähnlicher werden können. Und Kolosser 1, Vers 27 fasst diese Predigt wunderbar zusammen. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist ein Geheimnis. Ja, und wir können es nicht, auch nicht durch diese Predigt, erlernen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir können es nur erleben, wenn wir in ihm leben. Wir können nur verstehen, was das in Christus sein und Christus in uns sein bedeutet, ja, wenn wir immer wieder diese Fokusverschiebung vom Ich zum Wir haben, diese Zurückorientierung, ja, und wieder in die Sonne gehen, wieder in Christus sein. Nur dann werden wir verstehen, was dieses Geheimnis bedeutet. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, weil Christus in uns lebt. Können wir auf seine Herrlichkeit in uns hoffen. Ja, und ich weiß nicht, wie sehr ihr persönlich unter diesen Sachen leidet, die ich vorhin aufgezählt habe. Sünde, schlechte Charaktereigenschaften, Süchte, innere Verletztheit. Wenn wir in Christus bleiben und er in uns, wird er diese Punkte verherrlichen und er wird uns zu dem machen, wie er uns ursprünglich ausgedacht hat, wo Sünde und Verletztheit keine Rolle mehr spielt. Und wir werden heute miteinander das Abendmahl feiern. Und ich möchte euch einladen, dieses Abendmahl bewusst zu feiern. Ja, und vielleicht habt ihr noch nie so darüber nachgedacht, was es heißt, in Christus zu sein. Oder vielleicht denkt ihr einfach nicht so häufig darüber nach. Dann möchte ich euch einladen, heute beim Abendmahl, ja, das als Sinnbild zu nehmen fürs in Christus sein. Jesus sagt in Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Daran soll uns das Abendmahl erinnern. Wir sind in Christus. Und wortwörtlich, ja, nehmen wir den symbolischen Leib und das Blut Christi in uns auf. Ja, und die Moleküle, die heute noch Brot sind, werden morgen Teil von uns sein. Und genauso wird das, was heute vielleicht nur Jesus ist, morgen schon in uns sein und unseren Charakter prägen. Und vielleicht seid ihr noch gar nicht so weit. Vielleicht sagt ihr, okay, ich lebe irgendwie nicht in Christus und ich lebe auch noch nicht mehr mit Christus. Dann möchte ich euch auch einladen, dieses Abendmahl einzunehmen. Dass ihr sagt, ich möchte da aber hin. Ich möchte in Christus sein. Ich möchte mit ihm zusammenleben, mein Leben lang.
Und wenn ihr das so für euch beten könnt, dann möchte ich euch einladen, dieses Abendmahl zum ersten Mal einzunehmen. Als jemand, der wirklich in Christus ist und das symbolisch mit diesem Abendmahl festzumachen, dass er in euch ist. Amen. Ich will noch beten, ihr könnt dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du ja nicht nur mit uns unterwegs sein willst, sondern dass du in uns lebst. Und dass du ja auch immer nah bist, dass wir nichts tun können, um uns von dieser Nähe zu trennen, dass du immer nur einen Gedanken entfernt bist. Zurück zu dir. Und du siehst, dass, obwohl ich ja eigentlich über dieses Thema Christus in uns predige, ich eigentlich gar nicht genauso weiß, was es bedeutet. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen, der diese Predigt hört, auch so. Und ich möchte dich bitten, dass dieses in Christus für uns zu einer alles verändernden Realität wird. Dass wir erlernen, was dieses Geheimnis bedeutet. Amen.